Am Fuße des Karwendelgebirges, auf 930 Metern Seehöhe, befindet sich rund um den Achensee eine traumhafte Urlaubsregion. Wo Luxus ist, da sind auch wir. Herzlich willkommen zu COSPA TV. Unser Hotelcheck führt uns diesmal in die Berge, und zwar zum Posthotel Achenkirch im wunderschönen Tirol. Gleich zu Beginn fällt hier eines auf: der Ton, der macht die Musik. Laut der österreichischen Hotelvereinigung übrigens das beste Wellnesshotel der Alpenrepublik. Übertreibung oder Statement? Der berühmte Maler Otto Rapp und ich machen den Test aufs Exempel. Das von Karl Reiter geführte Hotel feiert 2012 sein 30-jähriges Jubiläum. Anlass, um sich selber in Sachen Wellness zu übertreffen. Aber eines nach dem anderen. Check 1, Hotelausrichtung. Wir haben uns spezialisiert auf Wohlfühlgäste ab 14 Jahren. Sie haben auf unseren 4 Hektar sehr, sehr viel, was wir den Gästen anbieten. Von der hauseigenen Landwirtschaft, die unsere Küche mit hauseigenen Bioprodukten beliefert, über die Lipizzanerzucht, wo man Reitstunden, romantische Kutschenfahrten auch machen kann. Der hauseigene Golfplatz mit Sonderkonditionen für unsere Gäste und natürlich vor allen Dingen die 6500 Quadratmeter große Wellness- und Wohlfühllandschaft. Und die Wohlfühllandschaft ist wirklich etwas Besonderes. Zu einem der Highlights zählt der versunkene Tempel. Abenteuerlich steigt man durch einen Felstunnel hinab in die mystische Entspannungswelt. Dampfbäder, Sauna und Erholungsräume laden zum Relaxen ein. Die Liebe zum Detail ist im Posthotel Achenkirch in jedem Raum spürbar. Die Whirlpools befinden sich im Freien, unmittelbar neben den unterschiedlich temperierten Outdoor-Pools. In der Zirbensauna lässt es sich wie im Tepidarium, dem türkischen Dampfbad, der finnischen Sauna, der Tiroler Schwitzstube und viel mehr herrlich entspannen. Unser Favorite ist der klassische Wellnessbereich. Dutzende, zum Teil exotische Massagetechniken lassen hier keine Wünsche offen. Hot Stone, die hawaiianische Lomi Lomi Nui oder die Spa Marin Spice Massage. Bei ihr wird man von einem Seidenfoulard zunächst passiv bewegt und schließlich mit gewärmten Muscheln und Straußenfedern sanft gestreichelt. So entfacht es ein sinnliches Feuerwerk. Das Ganze auch noch umhüllt von herrlichen Gewürzduften. Hotelcheck Nummer 3, die Zimmer. Künstler Otto Rapp fühlt sich in der Junior Suite gleich wie zu Hause. Ja, haben wir auch für jeden das passende Zimmer, würde ich sagen. Vom Standardzimmer Zöra, das es schon ab 129 Euro mit dem ganzen Wohlfühlpaket gibt, bis zur Suite. Und da legen wir besonderes Augenmerk natürlich auf Details, im Komfort, in der Ausstattung. Und auch in der Dekoration, die größtenteils im ganzen Haus auch noch von der Mutter handverlesen arrangiert wird. Auch bei der Kulinarik steht der Luxus im Mittelpunkt. Kein Wunder, dass die Küche im Gourmet-Milieu prämiert wurde. Verantwortlich für die Gaumenfreuden des Hauses ist Haubenkoch Fabian Leinig gemeinsam mit seinem Team. Bei uns gibt es halt immer ein Tüpfelchen mehr. Und es ist ganz wichtig und entscheidend, niedere Temperaturen verwenden, speziell beim Fleisch. Schön angerichtete Speisen, viel Auswahl, Regionalität. Der Besucher wird am Tag mit rund 245 verschiedenen Produkten verwöhnt. Es beginnt beim Frühstücksbuffet mit 20 verschiedenen Honigsorten und geht über das Ayurveda-Frühstücksbuffet hin zum deftigen wie Spiegelei, Steaks und frischem Fisch. Auch das Salatbuffet zum Mittag. Und vor allem die Gourmet-Dinner-Themenabende mit sensationellem Vorspeisenbuffet, Barbecue und à la carte Menüs sind ein Genuss im Posthotel Achenkirch. Wer bei Speis und Trank Kraft getankt hat, kann sich hier auch aktiv nach Herzenslust ausleben. Wir haben ja den hauseigenen Golfplatz, wir haben die hauseigene Lipizzanerzucht, wo Reitstunden möglich sind, Kutschenfahrten. Musik
Auch viele Sportarten sind möglich, Indoor und Outdoor. Unsere schöne Region rund um den Achensee und das Karwendel bietet natürlich zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern, zum Walken, zum Segeln und Surfen auf dem See. Die private Show des Shaolin-Mönchs war das Highlight für Otto, der sich beim Geschäftsführer Karl Reiter auch mit einem Bild bedankte. Das ist ein Digitaldruck. Exemplar Artiste, das ist eigentlich ein Unikat. Der Druck selber ist nur auf 25 Exemplare aufgelegt. Mir als Pferdenäherin hatten es besonders die Lipizzaner angetan. Zusammenfassend ist das Posthotel Achenkirch ein 5-Sterne-Hotel, das keine Wünsche offen lässt.